Hallo meine Lieben und willkommen zurück in Fallout 76. Ich bin ja jetzt immer noch in Clarksburg und hier sind unendlich viele Kreaturen, die mir echt an den Kragen wollen. Aber ich habe mich bisher, ganz gut geschlagen, denke ich. Und jetzt möchte ich ganz einfach nur mal dieses scheiß Anmeldeterminal reparieren und ich vermute mal, ich werde hier wieder auf Gegner stoßen. Wie immer. Hier wird einem das echt nicht leicht gemacht, glaube ich. Oh, oh. Oh, 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 oh. Was sehe ich denn da? Transfer. Den Fusionskern nehme ich mir raus. Das auch. Das werde ich dann verkaufen oder verwerten. Whatever. So, ich koche mir noch mal schnell was. Getränke. Kann ich nichts machen, ne? Nein, ich habe ja auch kein Wasser. Nahrungsmittel, geht da vielleicht was? Ja. Immer schön her damit. Maissuppe. Meierlöck Eieromelette. Ja, sehr gerne. Pochierte Angler. Okay. Schrumpf hier. Okay, gut. Na denn. Was? Ach, nicht doch. Sprich mit dem Jagdführer der Black Bear Lodge. Black Bear Lodge, okay. Ich höre was. Und das ist nicht gut. Ah, hier ist jemand vor mir gewesen. Das ist sehr gut. Dann hat er für mich schon mal die Sauarbeit erledigt. Rattengift. Wozu brauche ich Rattengift? Das weiß ich immer noch nicht. Aha, ein Terminal. Sehr interessant. Ich schaue mich erstmal ein bisschen um. Vielleicht finde ich ja noch einen Bauplan oder irgendwas Feines. Oh, so ein Vogelkäfig hätte ich gerne als Deko. Ich spiele mal ein bisschen Musik, dann kriege ich gute Stimmung. Ich leide an Rotzohr. Ah, werde ich mich mal gleich heilen. Ah, das sind ja mal Krankheiten. Rotzohr. Das würde zu Two Point Hospital passen. Da sind ja auch mal ausgefallene Krankheiten in dem Spiel. Ja, ich bin in guter Stimmung. Perfekt. Dankeschön. Genau. Achso, erstmal heilen. Ja, da war was. Heilmittel. Sehr gut. Brahmin-Schädel.
Oh. Hier ist schon ein Safe geknackt worden. Aber der ist noch. Oh, den kann ich noch knacken. Mein Skill ist noch so hoch. Au! Na, noch ein bisschen. Nein. Ah, den Behold hatte ich schon bereits. Den habe ich aber verkauft inzwischen. Kristall, die kann da. So ist hier sonst. Oh, die ganzen Trophäen, wie widerlich. Wow. Oh, Haarklammern. Wieder eine einzige, aber immerhin. Huch, jetzt habe ich mich schon wieder erschrocken. Hier geht es noch tiefer. Noch tiefer in die Tiefe. Ah, Kronkorken. Sehr gut. Fallakte. Okay. Ihr seid alle very tot. Holoband. Das gefährliche Spiel der Ellingtons. Eine weitere Jagdsaison nähert sich dem Ende. Wir sollten die Lodge aufräumen. Ja, das sollten wir wohl. Wo ist das Problem? Es war eine tolle Saison. Ich weiß, es ist nur, naja, langsam wird's ziemlich öde. Jedes Jahr jagen wir das Gleiche. Meine Güte, was willst du dann? Spuck's aus, wenn du etwas zu sagen hast. Okay, aber lass mich erst ausreden, bevor du was sagst. Wie wäre es, wenn wir etwas Neues jagen? Etwas, das zur Abwechslung mal eine echte Herausforderung darstellt. Etwas, das sich zur Wehr setzt. Wir machen Werbung für ein gratis Wochenende in der Lodge. Die Leute werden keine Ahnung haben, auf was sie sich einlassen. Das ist perfekt. Moment. Redest du von der Jagd auf Menschen? Ach, tu nicht so überrascht. Du weißt, dass es Sinn macht. Ich sehe es an deinem Gesicht. Glaubst du wirklich, dass wir damit davonkommen? So reich wie wir sind, liebster Bruder, kommen wir mit allem davon. Mhm. Wirbelsäule. Nein, ich. Das möchte ich, ja, genau. Vorschlagkammer. So, ich habe schon gesehen, dass ich muss Munitions. Nein, das muss ich nicht, aber ich muss hier mit dem reden. Ja, mache ich gleich. So ist eine Bierflasche, das sah so aus. Ich dachte, das wäre eine Coca-Cola oder so. Jagdführer aktivieren. Willkommen in der Black Bear Lodge, Ihrem familienfreundlichen Jagdclub. Ich bin der Jagdführer der Black Bear Lodge. Sie möchten sich bestimmt beim Turnier anmelden. Gut, ich setze Ihren Namen auf die Liste. Shit. Jeder Jäger muss 3 Tiere aufspüren und erlegen. In letzter Zeit gab es einen Zustrom neuer Tierarten. Also seien Sie nicht überrascht, wenn Sie Ihre Liste sehen. Was? Ich habe einige Jagdgebiete für Sie markiert. Es zählt aber jedes an beliebiger Stelle erlegte Tier. Du wirst mich doch jetzt verarschen, oder? Melden Sie sich noch heute für ein Jagdturnier an. Ja. Es sind nur noch wenige Plätze frei.
Ja, super. Das ist richtig super, Leute. Ah, Level 19. Alter, du lebst auch gefährlich, oder? So. Vielleicht hilft er ja ein bisschen mit, der Gute. Oh, ich muss im Terminal. Ich hab ganz vergessen. Empfang der Blackbear Lodge. Aha. Die renommierte Blackbear Lodge. Der Jagdführer kann Ihnen einen Jagdschein für Hirsche und derartiges ausstellen. Gibt es noch Hirsche? Ich komme nicht oft raus. Ach Gott. Was habe ich jetzt gemacht? Ah. Blackbear Hunting Lodge. Automatisiertes Anmeldesystem. Persönliche Informationen eingeben. Das ist jetzt irgendein Kauderwelsch. Huch, ich wollte nicht raus. Übernachtung. Das Frühstück wird in der Lodge serviert. Zusätzliche Handtücher und Kopfkissen können am Empfang angefordert werden. Geräuschreduzierende Kopfhörer sind auf Anfrage erhältlich. Veranstaltungen. Am Samstag bieten wir einen Kurs im Eichhörnchenschießen an. Kinder können sich aus unseren Käfigen ihr eigenes Eichhörnchen aussuchen. Am Sonntag halten wir morgens eine Andacht für Wilderer ab, bevor wir nachmittags auf sie Jagd machen. Bringen Sie Ihre eigenen Waffen mit. Munition wird kostenlos zur Verfügung gestellt. Am Montag beginnt das wöchentliche Jagdturnier. Abschusslisten sind im Empfangsschalter erhältlich. Am Donnerstag bieten wir ein Seminar zur Erkennung von Singvögeln an. Erlaubt sind dabei nur Kaliber 22 oder kleinere Kaliber. Am Freitag schließen wir das Jagdturnier ab. Für Trophäen über 25 Pfund Gewicht bieten wir Taxidermin zum halben Preis an. Okay. What the fuck? Was ist hier los? So, ich bin sowas von überladen. Habe ich das schon erwähnt? Okay. Anforderung eines Airdrops. Achso, ja, hier war ja keine Werkbank, ne? So, hier war ich doch. Das war doch das Gebäude, genau. Okay. Ach du meine Güte. Ich hänge, oder? Wartet mal kurz. Sehe ich die Challenge denn jetzt wieder irgendwo bei Daten oder so? Nebenquest. Tägliches. Ah ja. Wartet mal kurz. So. Aha. Töte Blutkäfer, töte Mischling,
Tüte-Meyer-Löck. Okay, dürfte nicht allzu schwer werden, also los. Da ist noch ein Zelt. Dankeschön. Boah, habe ich schon schön viel Kronkorken gekriegt. Du bist mutiert und bist jetzt ein Pflanzen... Ein was? Habe ich jetzt nicht gefunden. Oh, ich verdurste wieder. Ach, Leute. Gegenstand, Hilfsmittel. So, komm. Eichhörnchen am Stiel. Nimm mal ein bisschen was. Den Tee kannst du auch trinken. So. Aufbereitetes Wasser. Ja, damit. So, und jetzt gehe ich jetzt schnell dieser Jagd nach. Dieser Großwildjagd. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt auch in dieser Folge, denn alles andere wäre zu blöd. Ich sollte auch mich mal bücken und ich sollte auch mal das Licht ausmachen. Meine Güte. Ich höre schon wieder den einen oder anderen meckern. So, ich sehe jetzt leider noch nichts. I'm very blind. Wo laufe ich jetzt eigentlich drauf zu? Auf den Mischling, okay. Komm her, Mischling. Oh, ich nehme nochmal ein Red X. Ein Red Away. Momento. Sehr gut. Perfekt. Ach komm, da oben sind doch Raiders, oder? Oder Feinsteller oder sonst irgendwas. 51 Meter, ich sehe immer noch nichts. Na, Mischling, wo bist du? Okay, ich sehe noch nichts. Natürlich. Ich bin doch gleich da. Wo ist er denn? Komm schon, Baby. So, irgendwo hier oder was? Wer schießt denn da? Moment. Jetzt ist es weg. Ey, das ist ja unfair. Okay. Dann
Versuche ich jetzt was anderes zu töten? Ich meine, ich hab ja dafür nur 23 Stunden Zeit, ne? 23 Stunden, meine Güte. Ganz schön lang. Ah, nur ein Frosch. Also nichts Gefährliches. Tja, rennen kann ich ja leider nicht, denn ich bin ja überladen. Bin ich gleich da? Oh mein Gott, das ist ja noch viel zu weit. So, jetzt ist meine Puste wieder ausgegangen. Ah, Gott sei Dank sehe ich jetzt keine weiteren Kreaturen erstmal. Das ist schon mal sehr positiv. Kommt schon. Oh, was war das denn jetzt bitte? Ein verkrüppelter Yarrowboy. Der kommt ganz präzise auf mich zu. Ja, komm schon noch einmal. Ja. Wow. Geh weg. Ich hab dich lieb, glaub mir. Drei. Oh, shit, Mann. Jetzt reicht aber noch die Zeit. Ja, sehr gut. Waren da nicht noch mehr Roboter? Also noch mehr Mr. Gutsies oder so? Ach, egal. Ich muss mich beeilen. Ich habe nur 23 Stunden Zeit. Ah. Irgendwie habe ich so das Gefühl, es ist nicht gut hier. Verstrahlte Distel. Da, guck mal. Die Floaters. Und wenn ich jetzt ganz weit außen rumlaufe? Nein, wirklich Phantasiens. Nein, oder?
Was ist denn hier los? Warum sind denn meine... Ja, dann gehe ich jetzt zum Krokodil. Oh fuck, ich glaube, das war eine mega scheiß Idee. Aua! Scheiße. Also, wie lange soll ich denn da jetzt schießen, bitte? Wartet mal, ich hab doch ein paar Granaten. Die hat rein gar nichts gebracht. Gibt's ja wohl nicht. Außer, dass ich sterbe. Mein Gott, was ist das denn bitte? Hat die irgendwie einen Bug oder so? Da passiert gar nichts. Ich bin gleich tot. Aua, geh weg. Wartet mal, keine Ahnung. Passiert gar nichts. Die nimmt nicht ein bisschen Schaden, die Gute. Waffen. Was ist mit Kryogranaten? Sind die besser? Das reicht gar nicht bis dahin. Ich verstehe. Das ist keine gute Idee. Nein, 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 nein. Mädel. Geh da wieder rein. Oh mein Gott. Die nimmt keinen Schaden, die Gute. Oh, ich muss ein Stimpack nehmen. Komm, nimm ein Stimpack. Fuck. Gut. Okay, so, wo sind wir denn gestorben?
Was läuft hier wieder? Oh Gott. Heute. Oh mein Gott, ey. Na komm schon. So, jetzt hole ich mir schnell meine Beute noch zurück. Puh, das ist ja meine Gegend hier. Da ist wieder irgendein Vieh. Also hier alleine zu überleben ist echt krass. So, da. Alles nehmen ist mit R. Danke. So. Was? Leute. Ist hier irgendjemand, der vielleicht mir helfen könnte? Nein. Natürlich nicht. Aber ich werde diesen Meyerlurk auf gar keinen Fall mehr angreifen. Der ist mir einfach eine Nummer zu hoch. Die Floater sind auch blöd. Ich versuche jetzt irgendwie mich da dran vorbeizuschlängeln. Ja, ich bin einfach noch nicht gut genug. Wenn ich diesen Punkt erreicht habe, hoffe ich, dass ich dann soweit in Sicherheit bin. Und ich weiß, ich habe wieder überzogen. Ich möchte einfach nur die Stelle, soweit es geht, sicher erreichen. Aber eines muss ich schon sagen, ich glaube, das war eine richtig mega beschissene Entscheidung, zum Bürgermeister zu gehen. Das war richtig blöd. Ah, ich schaue schon wieder. Verbrannte Ghule. Whatever. Aber gut, meine Lieben, ich werde jetzt die Folge auf jeden Fall für heute beenden. Und ich danke euch fürs Zusehen, für eure Likes und Kommentare. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann, ihr Lieben. Bye, bye.